Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen hier in, nicht in Indianapolis, sondern in... Kommt einfach gerade nicht mal an. Hallo, du Süßer. Wir sind nicht in Indianapolis, wir sind in Zürich zum nächsten Formel-E-Rennen mit unfassbar wundervoller Kulisse. Und bevor ich euch gleich mal einen kleinen Einblick zeige, wie es hier ausschaut und was uns jetzt hier noch erwartet, wollte ich mal noch, um diese Indy 500 Woche abzuschließen, mein Feedback sozusagen zu dem geben, was wir dort erlebt haben. Ne? Weil die Frage ist ja, lohnt sich das, dorthin zu fliegen, sich das anzuschauen? Ich sag ganz ehrlich, wenn man Motorsport-Fan ist und das feiert, definitiv ja. Aber ich fange einfach mal vorne an. Ne? Wir sind dort angekommen, hatten natürlich hohe Erwartungen, waren heiß, auch noch gut gelaunt von Berlin, von dem Sieg. Und die Stadt selbst, muss ich ehrlich sagen, hat mich erstmal ein bisschen enttäuscht. Also die Stadt selbst in Indianapolis ist nicht super toll, nicht super schön. Es ist eher langweilig. Ne? Also ein Block nach dem anderen, irgendwie, da ist nichts viel Schönes. Die Gebäude sind nicht besonders schön. Und naja, darum ging es ja auch nicht, sondern es ging darum, an die Strecke zu kommen. Und das hat mich natürlich absolut geflasht. Die Stadt Indianapolis hat ja 800.000 Einwohner und deswegen haben wir irgendwie schon erwartet, dass da auf den Straßen irgendwie richtig viel los ist und da viel abgeht. Wir kamen ja aus Berlin, dort haben wir das einfach gesehen und waren wir das gewöhnt. Aber es war nicht wirklich der Fall. Es war relativ verlassen dort und einfach nicht so spannend. Aber darum ging es auch nicht, sondern für uns ging es natürlich um die Strecke und dementsprechend war es einfach cool, mal den Connor wieder zu sehen, dort an die Strecke anzukommen. Ich muss ehrlich sagen, was mir aufgefallen ist, der Connor, das habt ihr vielleicht auch ein bisschen gemerkt, er war sehr angespannt die Woche. Also man hat schon gemerkt, dass er nicht so befreit ist, wie ich ihn in Erinnerung hatte und nicht ganz so locker, wie er normalerweise ist. Und deswegen hat er auch vor der Kamera, ehrlich gesagt, nicht so locker agiert und irgendwann haben wir da auch eher wirklich das ein bisschen zurückgesteckt und ihn da nicht mehr so viel eingebunden, weil ich ihn da auch nicht nerven wollte und für ihn war das ja auch eine wichtige Woche. An der Strecke selber, ich glaube, das habt ihr gesehen, ne? Das ist einfach die Dimension, die dort herrscht, die Größe, die Anzahl an Fans, was da einfach vor sich ging, das war unbeschreiblich. Das war wirklich einzigartig. Klar, das könnte man höchstens vielleicht mit 24-Stunden-Nürburgring vergleichen, aber es war definitiv, oder der Indy 500 ist, die größte Sportveranstaltung der Welt. Also es gibt keine Veranstaltung, die mehr Fans an einem Tag an einen Ort bringt wie der Indy 500. 350.000 Menschen waren da und das, obwohl, und das habt ihr am Video auch nicht mehr bekommen, es eine brechende Hitze war. Es war die heißeste Woche, der heißeste Indy 500 in der Geschichte. Es hat 40 Grad gehabt dort auf diesem Asphalt. Wir sind fast gestorben da draußen. Wir sind da drum gelaufen. Victor hat einen Abend fast einen Hitzeschlag bekommen, konnte gar nicht mehr mit irgendwie ausgehen, weil Hauttyp 2, oder was ist das? Also, das war brutal und das hat es für uns auch wirklich herausfordernder gemacht, für euch zu filmen. Denn wenn wir draußen viel gefilmt haben, ist nach kürzester Zeit die Kamera überhitzt. Und wir selbst haben uns auch einfach, wir haben gedacht, wir fallen da um da draußen. Ne? Also das war wirklich schwer. Die Atmosphäre vor Ort war hammergeil. Du hast richtig gemerkt, die Fans, die lieben dieses Event. Die sind dort in der Früh bis abends da gewesen, in dieser prallen Sonne auf der Tribüne gehockt. Also wirklich, wirklich einzigartig und wirklich ein ganz, ganz spezieller Flair, den man da vor Ort hatte. Und die Menschen vor Ort und generell so der typische Amerikaner, muss man sagen, die sind ja wirklich sehr offen, sehr, sehr freundlich gewesen. Also wir haben uns da, glaube ich, relativ schnell wohlgefühlt. Es war eine sehr angenehme Atmosphäre. Es war jetzt nicht so, oh, die Deutschen sind da. Also das hat einfach Spaß gemacht. Wir waren irgendwie Teil von dem Ganzen und haben das wirklich sehr, sehr genossen. Und der Renntag an sich, das war unbeschreiblich, wirklich. Also wenn man Motorsport-Fan ist, wenn man das wirklich liebt, dann muss man sich das einfach mal anschauen, meiner Meinung nach. Klar, es ist eine lange Reise, es ist sehr viel Aufwand, es ist anstrengend. Es war wirklich eine anstrengende Woche, aber man muss es einfach mal gesehen haben. Es ist wirklich, es ist speziell und es ist auch nicht zu vergleichen mit dem, was wir bei uns haben. Denn das habt ihr, glaube ich, auch gesehen, gerade so in den Boxen. Wir blenden mal nochmal ein, zwei Bilder ein. Da war einfach das nicht so wie in Europa, wo alles wirklich abgeschottet ist und wirklich fein bis ins letzte Detail. Das war total irgendwie, teilweise fast schon, muss ich sagen, ein bisschen unprofessionell habe ich es empfunden. Also wirklich, da liegt halt Essen neben der Werkzeugkiste und irgendwie alles liegt kreuz und quer. Also
das ist ein anderes Level von Racing, wie wir das haben. Und ich glaube, wenn man als europäisches Team jetzt dort auftreten würde, mit dem Standard, den wir hier haben, könnte man da auch auf jeden Fall denen relativ schnell Probleme machen. Also man sieht es ja vielleicht auch ein bisschen, wir haben zwei der Teams, die dort drin top sind, bei uns in der Formel E, und die sind auf den letzten beiden Plätzen. Also das Niveau vom allgemeinen, oder das, der Standard von den Teams allgemein ist definitiv niedriger wie das, was wir hier in Europa haben. Und es ist einfach ein anderes Level. Aber nichtsdestotrotz, einfach eine tolle Atmosphäre. Es war für uns super schön, dort dabei zu sein und das zu erleben. Und das Einzige, was ein bisschen schade war, muss ich sagen, ich hätte euch super gerne mehr Fahrer gezeigt oder mit mehr Fahrern gesprochen. Ich kenne ja einige, aber wir haben die so gut wie gar nicht gesehen. Den Einzigen, den wir kurz getroffen haben, war der Marco Andretti. What's up, man? How you going? All good? I think so. Yeah? It's been good. It's just, this place picks the winners, so we'll see. Yeah? Yeah, I'm just going to see my engineer now, but let's catch up in a bit. Yeah, sure. Yeah. See you later, man. Der Rest der Fahrer hast du nicht gesehen, weil es so heiß war, dass jeder für sich in seinem eigenen Raum saß, abgeschottet war. Auf dem Grid selbst habe ich dann gedacht, okay, komm, dann laufen wir einfach da rum und quatschen mit ein paar Leuten. Aber da war es so, da war diese Fahrerpräsentation. Und wirklich, die Fahrer sind von der Präsentation zurückgekommen. Das hat, glaube ich, 10 Minuten gedauert und dann war der Rennstart. Also wir hatten überhaupt keine Zeit dafür, Smalltalks, wie man das vielleicht von anderen Serien kennt, wo ein bisschen mehr Zeit ist. Ja, aus Connors Sicht natürlich nicht so ein spannendes Rennen, es war einfach nicht so gut und es war auch irgendwie das, was wir natürlich erwartet haben, aber darum ging es jetzt ja auch nicht so, auch wenn wir mit ihm da waren, wir haben einfach das Rennen an sich genossen. Es ist viel passiert, es gab viele Zwischenfälle, viele Unfälle, ein paar Heroes, ne? Takuma Sato, der im Vorjahr gewonnen hat, war glaube ich der Erste, der draußen war, Danica Patrick, die da ihr letztes Rennen gefahren ist, auch gecrashed, also es gab schon ein paar, ich sag mal, Opfer auf der Strecke. Zuschauer wollen ja auch irgendwie diese Unfälle sehen. Man muss es ja fairerweise sagen, es gehört dazu, ne? Und es gehört auch zu der Faszination dazu. Niemand hat sich verletzt, von dem her war das alles perfekt, alles gut. Und wir konnten das zu Ende anschauen. Und ja, dann war ich so eine Woche relativ schnell vorbei, ne? Es war einfach ein geiles Erlebnis, eine geile Zeit. Wie war es denn mit deinen zwei Begleitern? Ja, mit Victor und Rafi unterwegs zu sein, ist anstrengend, aber es war echt cool. Also wir haben uns sehr gut verstanden, auch wenn da ein paar von euch geschrieben haben wegen den Flügen und sowas. Ne? Also da gehe ich jetzt auch gar nicht drauf ein, aber wir brauchen keine Flüge, um Team Spirit zu haben. Wir verstehen uns sehr gut und schlafen sowieso alle nur im Flieger. Und von dem her, ja, war echt lustig, muss man ehrlich sagen. Es hat uns schon, glaube ich, nochmal zusammengeschweißt und näher gebracht und war einfach eine richtige Gaudi. Machen wir das nächstes Jahr wieder? Ja, das überlegen wir uns doch. Wobei, ja, irgendwas anderes. Wir müssen uns für nächstes Jahr, glaube ich, müssen wir sich mal was anderes überlegen, was cool ist. Ja, also ob wir nächstes Jahr da nochmal hinfahren, weiß ich jetzt nicht. Aber generell hat mir das gefallen, einfach mal diese neue Welt zu entdecken und neuen Motorsport zu sehen. Und weiß ja nicht, vielleicht habt ihr noch Ideen, was man unbedingt mal noch anschauen müsste und euch zeigen sollte mit der Kamera. Könnt ihr gerne mal kommentieren, falls euch was einfällt. Ansonsten überlegen wir uns auch mal noch was bis nächstes Jahr. Vielleicht finden wir da noch was Cooles. Aber es hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt es auch genossen, das anzuschauen. Könnt ihr auch gerne mal Feedback dalassen, was euch gut gefallen hat, was euch vielleicht nicht gut gefallen hat, was ihr euch noch gewünscht hättet oder wie auch immer, ne, zu so einer Woche, die wir gemacht haben. Grundsätzlich muss ich sagen, dass ein bisschen wenig Aufrufe kamen. hat mich ein bisschen überrascht. Ich habe ehrlich gedacht, dass viel mehr von euch das anschauen, aber Motorsport ist halt doch immer eine Sparte, ne? Da machst du ein easy Video. Das ist immer ein bisschen traurig auf YouTube. Wir machen irgendwie ein leichtes Video mit einem Golf oder so und es schauen halt 10-mal mehr an, wie wenn man sich viel Aufwand macht. Aber sei es drum, ich hoffe trotzdem, dass die von euch, die es sich angeschaut haben, dass die Spaß hatten. Und falls ihr es noch nicht gesehen habt, es gibt die Playlist hier irgendwo hier oben. Ne? Da klickt ihr einfach drauf, da könnt ihr nochmal alle 4 Videos in einer Reihenfolge anschauen und euch reinziehen und Spaß haben. Und es muss ja auch nicht unbedingt Motorsport sein, das kann ja vielleicht eine andere Veranstaltung sein, vielleicht die Olympischen Spiele. Ja, kann alles sein. Wir können überall hin. Ja? Alles easy. So, was machen wir jetzt noch, Victor? Schauen wir noch. Ja? Du solltest noch die Fragen beantworten. Da gab es jemanden, der hat diese... Da gab es noch Fragen, ja. Stimmt, da war ein Kommentar mit ein paar Fragen, die ich ganz interessant fand für die Allgemeinheit. Deswegen habe ich gedacht, ich beantworte jetzt noch schnell diese 2-3 Fragen und dann geht's los. Also, wie viel PS haben die Rennwagen? Das IndyCar-Auto hat 550 bis 700 PS, je nachdem, was die für einen Ladedruck fahren, je nachdem, welche Strecke, gibt es unterschiedliche Einstellungen, aber in der Spitze sind es 700. Wie viele Fahrzeuge sind am Start in Indianapolis? Beim Indy 500 waren es 33, die zugelassen waren, aber es waren, glaube ich, 35 oder 36, die ursprünglich sich qualifizieren wollten, aber drei haben es dann nicht geschafft und sind nicht
ja, durften nicht starten sozusagen. Wie ist die Woche aufgebaut? Wie viel Training? Wie läuft das Quali ab? Die Woche ist nicht nur eine Woche, sondern es sind wirklich Wochen vorher. Es gibt erst die Grand Prix, das Grand Prix-Rennen, dann gibt es Training, 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 Woche für Woche. Und dann in der letzten Woche, beziehungsweise das Wochenende zuvor, ist das Qualifying. Und dort ist es so, dass man eine schnelle Runde fahren muss und sich immer wieder entscheiden kann, ob man nochmal rausfährt. Wenn man aber nochmal rausfährt, wird die schnellste Runde wieder gestrichen. Und da hat sich eben einer, der eigentlich, glaube ich, letztes Jahr noch auf Pole war, hat es dieses Jahr nicht reingeschafft, nämlich der James Hinchcliffe, weil sie einfach sich verzockt haben da. Haben die Fahrzeuge Servolenkung? Nein, die haben keine Servolenkung. Das geht wirklich in die Arme. Ich bin so ein Indycar ja selber mal getestet. Das war nicht im Oval, sondern auf dem Rundkurs. Ich kann euch eins sagen, am Ende des Tages, ich habe einen neuen Reifensatz bekommen und ich habe wirklich gedacht, mir reißt es die Arme runter. Das war eine sehr anspruchsvolle Strecke mit super vielen schnellen Kurven, die gehen extrem auf die Arme, aber ich habe noch nichts Vergleichbares erlebt. Das war unvorstellbar, das hat wirklich, also das geht richtig hier rein. Wie viele Runden werden gefahren? Wie lange geht so ein Rennen? Also beim Indy 500, der heißt Indy 500, weil es 500 Meilen sind, die gefahren werden. Das sind, glaube ich, 188 Runden, irgendwie so um diesen Dreh rum. Das Rennen, je nachdem, wie viele Unterbrechungen es gibt, also wie viele gelbe Flaggen, geht so circa 2,5 Stunden. Ja, das soll es gewesen sein. So viel zum Thema Indy 500. Jetzt widmen wir uns mal wieder der Gegenwart und dem, um was es jetzt am Wochenende geht. Und das heißt Zürich E-Prix. Zürich E-Prix. Der Zürich E-Prix. So. Ne? Erstmal sprechen wir mal kurz über die Kulisse. Wie unfassbar fucking geil ist bitte diese Kulisse. Einzigartig hier. Zürich, eine sau schöne Stadt. Sehr teuer, wirklich sehr teuer. Ja, ich habe vorhin für ein Stück Pizza musste ich 5,50 Euro blechen. Das ja, war so. Ich habe Kaffee 8 Franken. Also ist verrückt, aber es ist sehr schön und sehr angenehm und von der Kulisse her einzigartig. Und hier, wenn wir hier jetzt gerade auf einem Steg sind, ne, wo kleine Boote stehen, ist das hier, Freunde. Das, was ihr jetzt hier seht, das Holzgebäude, ist unsere Boxengasse. Da hat man zweistöckig aufgebaut. Oben ist eine Lounge für Gäste von der Bank. Unten sind die Boxen drin. Wir sind Box Nummer 2. Gleich hier drin. Innen. Komm, guck mal. Wir machen da gerade Fortnite in real life. Als wir gerade vorhin hier zum Filmen hergekommen sind, war die Treppe gerade so ein Viertel oben und jetzt sind sie fast ganz oben angekommen. Die bauen sie nach oben. Dauert zwar ein bisschen länger, aber läuft. So, wir kommen in der Holzhütte. Das ist unsere Box im Zürich-E-Prix. Da hinten schaut es ein bisschen aus wie immer. Ne? Also alles wird ein bisschen anders umgestellt. Fahrerwaage, hier mein Eingang in mein Haus ist heute von vorne. Aber hat sich nicht viel getan, Plastikstuhl und ein kleines Regal. Also Luxus gibt es auch hier nicht, wobei das mit dem Holz schaut schon echt gut aus. Also das hat man extra frisch angefertigt. Es riecht auch so richtig holzig hier drin, ne? Kommt mal mit. Ja. Was wird? Wenn wir jetzt hier gerade noch in der Aufbauphase sind und ich meine, ihr habt schon viel davon gesehen, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber was hier echt ganz, ganz speziell ist, gucken wir auf den Boden. Sind einfach Plastiksteine hier, auf denen wir fahren. Deswegen werden wir auch nur 30 km/h am Wochenende in der Box fahren dürfen. Statt 50 normal. Ja, da oben können die Gäste hocken hier. Diese Bilder variieren immer hier. Da gibt es eins von mir nicht. Das mit der hängt, das schaue ich aus wie ein Idiot. Vielleicht schaue ich mal einfach so aus. Nee, das bist definitiv du. Ja, okay, das kann man nichts ändern, Leute. Ja, auf jeden Fall. Nach Berlin, nach dem Doppelsieg, ich glaube, ich muss nicht viel sagen, wir sind mega heiß, wir sind motiviert. Danke auch nochmal für die vielen Glückwünsche von euch letztes Mal und für all die Fans. Ich weiß, ich habe es schon gesagt, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Foto beim Fanboost und ansonsten sehen wir uns dann irgendwann nächste Woche wieder hier auf YouTube. Abonnieren, dabei sein. Lasst auch ein Like da als kleines Dankeschön für die Jungs, die sich Mühe gegeben haben auch hier und auch für mich ein bisschen für Indy, ne, dass wir die ganze Woche das gemacht haben. Ich glaube, das haben wir uns vielleicht verdient. Haut rein, Freunde. Ciao. Nothing can stop me. I'm all the way.